Ich mag, wie eine nette, angepasste Engländerin in Strickjacke aussehen, aber dieser Tage fängt die dünne Fassade an zu bröckeln. Wer hat schon Lust, Kinder in diese scheiß Welt zu setzen? Ich bin der Ansicht, die Welt braucht nicht noch mehr Kinder. Haben wir kapiert, Duncan. Tucker Crow, eine der verkanntesten Figuren des Alternative Rock, wurde seit 20 Jahren nicht mehr gesehen. Das ist er. Wow, der ist ja total süß. Danke. Mein Bedarf an Tucker Crow ist für die nächsten 20 Jahre gedeckt. Tucker hat ein neues Album. Ich will meine Zeit nicht mit jemandem verbringen, der es einfach nicht checkt. Oh, jemand Neues. Juliet Naked ist ein nackter Versuch, noch mehr Kohle aus einer längst toten Karriere rauszupressen. Das ist von dir. Es ist total verrückt. Ich habe jemanden im Internet kennengelernt. Du bist in der Neuzeit angekommen. Gratuliere. Er hat auf meine Kritik geantwortet. Bingo. Hätte ich jetzt nicht besser formulieren können. Tucker Crow. Tucker Crow, also Duncans Idol, Tucker Crow. Ja. Ja, ich bin's wirklich. Und deine Geschichte? Lieber Tucker, ist schon seltsam, dass ich das alles einem Fremden erzähle. Ich habe das Gefühl, die letzten 15 Jahre meines Lebens vergeudet zu haben. Das mag für dich kein großer Trost sein, aber mir sind 2 Jahrzehnte durch die Finger geronnen. Immerhin hast du eine Vergangenheit. Große Neuigkeiten. Ich komme nach London. Wollen wir uns auf ein Glas treffen? Gefällt mir. Bist du gerade unten? Das bin ich in meinem Highschool-Schachclub. Lass es mich erklären. Ich stell dir keine Falle oder hack dir den Kopf ab oder sowas. Hi, wo warst du? Oh. Duncan Thompson. Tucker Crow. Ich bin Stevie fucking Wonder. Bleib ganz locker. Reife Leistung, Annie. Was trinken Sie, Tucker Crow? Ein Glas Wasser. Ich bringe doch einem berühmten amerikanischen Rockstar kein Wasser. Ich bin nicht berühmt, okay? Und ich bin Alkoholiker. Da passen Sie ja gut hierher. Ich wollte wissen, hast du Interesse an mir? Gibt's möglicherweise ein Zurück für mich? Komm, es hat doch was mit deinem Idol zu tun, das sein Auge auf mich geworfen hat. Bitte, wie weiß ich, dass das wirklich ist? Wollen Sie meinen Pass sehen? Also, das wäre super. Ja, scheint alles in Ordnung zu sein. Echt jetzt? Gott sei Dank.